Buchstaben. Hier sind die Star Bulls Rosenheim. Hier ist der deutsche Pokalsieger. Hier ist die Nummer 4, Stefan. Mit der Nummer 6, Markus. Für die Star Bulls mit der Nummer 7, Andi. Mit der Nummer 8, Robin. Die Nummer 11, hier ist Robert. Mit der Nummer 12, Dominik. Hier ist die Nummer 13, Thomas. Mit der Nummer 19, Ellen. Die 24, hier ist Max. Mit der Nummer 25, Mondi. Die 26, hier ist Philipp. Mit der 28, hier ist Miki. Die Nummer 72, Nico. Mit der 77, Marius. 91, Fabian. Mit der 94, Floppo. Die 95, Beppo. Mit der Nummer 90, Timon. Die 34, der Hexer, Norm. Unser Trainer, für dich, Franz. Co-Trainer Martin. Und unser Betreuerteam, Ingo Dickmann, Alex Seifert, Willi Schlagheck und Willi Wittmann. Jawohl. Willi, auf geht's, die Betreuer. Martin, du gehst da oben. Der Sebastian Alt geht auch noch ab, oder? Wo haben wir die? Er versteckt euch halt nicht. Der deutsche Pokalsieger unseres Star Bulls Rosenheim. Definitiv das Highlight der ganzen Saison. Ja, ich denke mal, der Pokalsieg. Also, den hätten wir eigentlich nur noch toppen können, wenn wir jetzt Meister geworden. Aber leider war das uns nicht möglich. Deswegen glaube ich, wenn man einen Titel holt, ist das immer das Schönste. Auf jeden Fall sind wir alle ganz stolz auf euch. Und zweitens, du hast ja schon unterschrieben für nächstes Jahr bei den Star Bulls. Und was sind da deine Ziele? Was möchtest du jetzt mit den Star Bulls in der zweiten Liga erreichen nächstes Jahr? Grundsätzliches Ziel für mich ist, dass wir nächstes Jahr die Playoffs erreichen. Also wir werden uns jetzt keine nicht erreichbaren Ziele setzen. Ich denke, dass der Franz das realistisch sieht oder die Vorstandschaft. Unser Ziel muss einfach sein, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, genauso wie dieses Jahr. Ob das so funktioniert, so einfach wie dieses Jahr, glaube ich nicht, weil es einfach schwieriger ist im zweiten Jahr. Aber wie gesagt, unser Ziel sollte sein, dass wir die Playoffs erreichen. Gut, danke dir. Einige Spieler fehlen ja hier auf der Bühne. Wir sind leider schon in den wohlverdienten Urlaub. Und zwar waren das der Tim Kuhns, der Steve Werner, der Mitch ist auch schon heim, Tommy Anus, Marek Mastic und der Max, die sind leider heute nicht da. Wer noch da ist, aber leider nächstes Jahr. To you, our best player, this is season 2010-2011. What do you think about the last season? Oh, I thought it was great. You know, I got a great bunch of young guys here, great bunch of older guys with me. It was a lot of fun this year, you know, like from the management to the players to everybody, to the fans. Everybody's just great here in Rosenheim, and I love it here. That's why I came back for another year, and, you know, semifinals, let's make it to the finals next year, and you never know. Okay, ich übersetze kurz. Also der Norm ist hierher gekommen und hat hier ein super Management gesehen, hat ein super Team hier gesehen, hat die besten Fans hier gesehen und er hat auch gleich gesagt, ja, dieses Jahr war es das Halbfinale, nächstes Jahr wird es... Like our, you know, it was just awesome playing with these guys this year. You know, I played with a lot of good hockey players. As you know, I played in Detroit and Atlanta, but you know, it was a lot of fun from the fourth line to the first line. Everybody would just work their butts off every single night, and it was awesome to play for these guys this year. Okay. Also,
Also er sagt, in der nächsten Saison kann man eigentlich auch genau das Gleiche erreichen wie in dieser Saison, wenn nicht sogar noch mehr. Und alle Spieler, vor allem auch die jüngeren Spieler, haben Spaß am Eishockey. Und er hat ja schon auch in der NHL gespielt bei Detroit. Und der Unterschied dazu ist, von der ersten bis zur vierten Reihe haben alle Spieler, vor allem auch die Jungen, viel Spaß am Eishockey. Und mit der Truppe kann man viel erreichen. Now, last thing, I have a little present for you, and this is the official Nor-Miracle Ice Hockey Puck. Congratulations. Das ist der offizielle Nor-Miracle Ice Hockey Puck, den gibt es im Übrigen vorne am Fanshop für 5 Euro zum Kaufen. So, zwei Leute habe ich noch zu befragen. Hören wir nochmal aufzulaufen. War ein unglaublich tolles Gefühl, muss ich sagen, weil ich habe dieses, wenn man das auch schon 20 Jahre gemacht hat, ne? Wenn du da wieder aufs Eis geht und das Publikum ist da und das Warmmachen ist ja eher so ein bisschen, ja, das reiste Warmmachen, so eine entspannte Sache und man saugt so dieses Publikum in sich auf und dieses im Mittelpunkt stehen, also war unglaublich schön für mich und ich habe das ganze Jahr mit der Mannschaft mittrainiert. Ich muss auch sagen, was der Norma gerade gesagt hat, oder die anderen Leute, was die Mannschaft heuer sehr stark gemacht hat, war wirklich also Homogenität von dem ersten Mann bis zum letzten. Jeder hat sich für die Mannschaft voll reingehängt, jeder hat im Training alles gegeben und im Spiel auch. Und das hat die Mannschaft stark gemacht und kämpfen alleine ist zwar schön, aber die Mannschaft war auch spielerisch sehr stark, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, was der Norman gesagt hat, ich denke auch, dass wir nächstes Jahr auch mit den Jungs, hoffentlich bleiben möglichst viele hier, auch sehr viel erreichen können und noch viel Potenzial da ist. Danke. Und einen habe ich noch zu befragen. Es war sein erstes Jahr hier bei den Star Bulls Rosenheim. Floppo, dein Spitzname. Erstens, wo kommt denn der her? Das würde ich gerne wissen. Zum 3000. Mal, ich war schon gar nicht mehr. Na okay, es ist dein erstes Jahr bei den Star Bulls gewesen. Du hast schon DEL-Erfahrung gehabt. Nicht. Oje. Pfeff, was hast denn du da gesagt? Auf jeden glaube ich nur wieder. Nein, Schmarrn. Auf jeden Fall, dein erstes Jahr bei den Star Bulls, viele Highlights erlebt, glaube ich. Was hat dir besonders bei den Star Bulls gefallen oder wie hast du dein erstes Jahr überhaupt hier empfunden? Ja, ich konnte jetzt bloß die anderen zwei, drei auch nochmal zitieren. Das war eigentlich die ganze Mannschaft. Es war einer für den anderen da und es hat einer für den anderen alles gegeben. Das hat unseren Erfolg ausgemacht. Und die Highlights, hat der Gotti schon gesagt, das war der Pokalsieg. Es ist immer schön, so ein Teil in die Höhe zu halten. Und dann, wie der Moni dann schon gesagt hat, wenn man aufs Eis geht, ja, und dann alles grün-weiß sieht und 3000, 4000 Fans da sind, das ist einfach Wahnsinn. Dann noch was zu den DEB-Pokalspielen. Und zwar seid ihr die meiste Zeit im Rückstand gewesen. Also eigentlich jedes Spiel, was ich dann übernommen habe vom Pfeff, wart ihr im Rückstand. Und was geht da in dem Kopf vor? Ihr habt es zwar trotzdem noch geschafft, aber was geht im Kopf vor? Ja, wir haben uns dann Franz gehalten, erst den Gegner ein bisschen anlocken, wie beim Jagern, ja, und dann schießen wir es ab. Super Antwort. Danke dir. So, einen haben wir noch, oder einen brauchen wir noch. Der hat jetzt nicht die